So, hallo und ganz, ganz herzlich willkommen beim wahrscheinlich letzten Heavy Rain Stream. Wir werden wahrscheinlich heute durchkommen, vorausgesetzt, ich bin nicht zu langsam. Das Erste, was wir machen, natürlich ist wieder die Untertitel ausmachen. Ich weiß nicht, warum es immer Untertitel setzt. Ich habe es mir auf jeden Fall nicht ausgesucht. Ja, ich bin rot angeleuchtet. Ja, es steht kurz davor, na, zumindest rauszufinden, wo er den schon finden kann. Die letzte Origami-Figur. Boah, ist das laut. Die letzte Prüfung. So, bei mir auf meinem Bildschirm hat der Stream noch nicht angefangen. Ich hoffe, bei euch ist das anders. Oh Gott, ja, wir sind ja mega verletzt. Habe ich schon vergessen. Ich glaube, ich lade einfach die Seite nochmal neu. Ich hoffe, es fängt gleich an. Nicht, dass wir beim letzten Stream jetzt hier noch ein Problem haben. Das wäre ja ganz schade. Das ist einfach hier alles rot. Ich weiß gar nicht, warum es hier rot ist. Rotes Licht ist hier ja nicht wirklich. Das sind wahrscheinlich auch eher weiße Wände. Und hier hinten. Hallo. Hier hinten ein ganz weißer. Boah, jetzt bin ich wieder richtig grell. Ein ganz weißer Raum. Mit ein paar goldenen Details. Das finde ich eigentlich ganz nice. Einen Moment bitte. Ich muss ganz kurz etwas richten. So. Damit ich auch immer schön die Übersicht habe, wer der Nettes dabei ist. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Ja, das ist, die wird die letzte Prüfung sein. Hier sind wieder überall Kameras. Wir könnten uns hier hinsetzen. Muss nicht sein. Okay, hier sind auch überall Spiegel. Und der Fokus ist auf diesem Tisch gerichtet. Die haben bestimmt wieder eine Nachricht. Schauen wir mal rein. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift Tolle nehmen oder Voraussichten. gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. So. Bei mir hat der Stream wieder angehalten. Ich hoffe, bei euch läuft es. Bei mir ist es wahrscheinlich einfach nur wegen meinem scheiß Internet. Ja, was haben wir in unseren Gedanken? Wir gehören Sean es mal retten an. und sterben. Himmel. Er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Wir haben für unseren Sohn sogar schon einen Menschen, den wir gar nicht kennen, umgebracht. Der selber Kinder hat. Gibt's nicht einen anderen Weg Es muss vielleicht? anders gehen. Ich Ja. kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Die Frage ist auch immer noch, ist das Gift echt? Ja oder nein? Das weiß ja auch irgendwie kein Mensch. Gift haben wir jetzt zweimal. Warum? Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Und natürlich werden Die wir wieder dabei Kameras, gefilmt. die beobachten mich. Wir haben schon so viel gemacht, es wäre eigentlich echt tragisch, wenn wir jetzt zurückziehen würden, oder? Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun, wenn ich meinen Sohn retten will. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch eine Nachricht im Chat bekommen. Bitte das nochmal wiederholen. Ich musste nämlich bei mir gerade die Seite neu laden, weil bei mir der Stream selber die ganze Zeit ein bisschen abschmiert. Wahrscheinlich war es Hallo. Na, natürlich ein freundliches Hallo zurück. Wir werden es trinken. Ganz klar. Da gibt's keinen anderen Weg. Wir gucken uns das vielleicht erstmal an. Ist es eigentlich eine klare Lösung mit so einem leichten Türkisschimmer? Könnte alles Mögliche sein. Wir nehmen es mal. Ich glaube, das war kein Gift. Er wäre jetzt für uns natürlich blöd.
Ethan, wir sind schon so weit gekommen. Du hast dir sogar einen Finger abgeschnitten für deinen Sohn. Du hast jemanden ermordet. Das war das Richtige. Ach, hallo. Der Klepto ist auch da. Schön. Okay, das war wahrscheinlich echt Roosevelt irgendwas. Roosevelt Road. Theodore Roosevelt Road. Aber lasst mich mal eine Vermutung anstellen. Davon gibt's hier wahrscheinlich nicht viele. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Hallo. Also, ich muss sagen, ich habe glücklicherweise seit Weihnachten auch zumindest zum Stream gutes Internet. Ich weiß, dass ich vorher meine Streams nicht in HD aufnehmen konnte. Kann ich jetzt mittlerweile, beziehungsweise ich kann jetzt auch mittlerweile in HD eigentlich streamen, weil ich einen DLAN-Anschluss bekommen habe. Ansonsten wird hier auch nichts laufen. Ansonsten würde ich auch nicht die benötigte Upload-Geschwindigkeit haben. Wir haben nur noch Stunden. Aber da ich ja auch einen PC brauche, um meinen Stream und den Chat zu verfolgen, habe ich da dementsprechend dann Internetprobleme. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Okay, der Norman verzweifelt komplett. Na, haben Sie schon gepackt? Oh, Blake, sei doch nicht so blöd. Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Das ist nicht der Killer. Nicht gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Naja, sie haben sich einfach nur den bestmöglichen ausgesucht, ne? Wie auch immer. Die wissen nicht, ob er es war. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram. Vor allen Dingen, warum sollte er sich dafür töten? Oder das Gift nehmen, ne? Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen. Arschloch. Hallo. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, echt was Sie nicht denken. Ich hab den Origami-Killer. Ich denke, wir könnten das Internet hier verbessern, aber da hat nicht nur ich ein Wort mitzureden, leider. Hallo. So, ganz kurz vorweg. Ich weiß zwar, was noch ungefähr kommt. Oh nein, ich muss mich wieder entscheiden. Ich rede gleich nicht weiter. Ich hoffe, ich vergesse es diesmal nicht. Nein, er nimmt es einfach. Ich habe mich so ganz brav die ganze Zeit geweigert und er nimmt es einfach. Kleiner Junkie. Der Name des Killers ist hier drin. In diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Okay. Oh, die werden uns Mühe geben. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Wir haben das erst einmal jetzt genommen. Kann gefährlich sein. Und das war auch nicht beabsichtigt. Eigentlich dürfte uns nichts passieren. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Okay, wir können das jetzt weiter untersuchen hier mit dem Ari. Ich werde kurz das zu Ende reden, was ich eben sagen wollte, falls es mir noch einfällt. Ach ja, ich weiß so ungefähr, was noch kommt. Ich kann euch allerdings nicht sagen, wie lange es sein wird, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Es wird wahrscheinlich keine 2 Stunden dauern, je nachdem, wie wir durchkommen und je nachdem, wie ich hier weiterspiele. Ich hoffe allerdings, dass wir unsere 1,5 Stunden heute hinbekommen. Ich habe jetzt schon am Mittwoch weniger gestreamt, extra, damit wir heute noch was haben. Ich wollte nämlich das Finale schon dann an einem üblichen Streamtag machen. Wir analysieren einfach nochmal alles. Oder? Nein, einfach nur das hier, genau, und dann die Waffe. Die Waffe haben wir ja jetzt auch. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Und die haben ein Vielleicht Video. Vielleicht ist irgendetwas drauf. Praktisch. Dann schauen wir uns das mal an. Da sehen wir unseren richtig coolen Kampf mit dem Origami-Killer, oder? Starten wir mal. Sieht man hier noch irgendwas? Kann ich irgendwann Pause drücken? Sein Gesicht sieht man überhaupt nicht, ne? Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun.
Ja, das war mir bewusst. Aber hier muss doch irgendwas drin sein. Wir starten nochmal. Hallo. Er will nicht. Ist hier irgendwas, was wir analysieren können? Nur das Schwert. Ist es wirklich nur das Schwert? Okay. Hihi, haben wir es gestoppt. Wir haben aber noch die Zettel. Die Waffe, die der Mörder in Blue Lagoon gelassen hat. Vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Genau, wir schauen uns mal an, was das für eine Waffe ist. Bin ich das? Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe nett, versuche ich auf jeden Fall immer zu sein. Ach, wer könnte sie rausgeholt haben? Außer einem Cop. Ein Cop also? Wo wohnen denn hier Cops in der Umgebung, mein Freund? Er sagt's mir nicht. Okay. Wir haben dann noch ein Fragezeichen, das gucken wir uns gleich an. 2 Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Ja, das kann gut sein. Lass uns das mal anschauen, Norm. Hm. Das bringt nichts. Wieso? Mach doch eine Geoanalyse. Der Killer wohnt in diesem Bereich. 342 Menschen leben dort. Jetzt gucken wir, wo dein Cop wohnt. Das reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Oder ein ehemaliger Cop oder irgendwie sowas. Das Fragezeichen da hinten sieht doch gut aus. Komm mal her. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Guten Abend. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse. Carter Blake? Und Ethan Mars, der Hauptverdächtige. Der ist zwar blöd, aber nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht Blake. Falsche Richtung, der hat kein Motiv. Da wohnt genau einer. Es gibt nur einen Cop im Bereich des Geoprofils. Wollen wir mal nachschauen, wer das ist? Die Madison weiß es ja eh schon. Ein Lagerhaus in den Docks. Wenn ich mich irre, ist Sean Mars tot. Okay, Madison ist auf der Spur. Norman ist auf der Spur. Jetzt hoffen wir noch, dass der Ethan auf die richtige Spur kommt. Wieso guckt er so komisch? Der mag uns eh nicht. Dem soll es doch egal sein, wo wir hingehen. Oh, ich glaube, wir werden auch gleich den Namen wissen. Wir werden auch gleich den Namen des Origami-Killers erfahren. Macht euch schon mal drauf gefasst. Ich hol Hilfe. Halt durch. Los, ich bin mir sehr sicher bei den Namen gleich. Glaub, das Wasser steigt. Verrät. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. So, stimmt. Wir mussten Hilfe holen. Der Einzige, der hier in der Umgebung ist, ist der Vater, aber der wird nicht helfen. Mamas Arbeit ist zu weit weg. Ich schaffe das nicht rechtzeitig. Es bleibt nur der Vater. Ich muss jemanden finden. Das Wasser steigt noch. John kann das nicht lange aushalten. Dad, ich muss Dad holen. Nur er kann John noch retten. Los, schnell! Glaubt ihr, der wird helfen? Hier ist niemand auf dem Gelände. Keiner, der helfen kann. Durchhalten, Bruder. Ich hole jemanden. Nein, er läuft nicht da hoch. Ja, schnell müssen wir sein. Ich muss schnell Hilfe holen. John ertrinkt. John ertrinkt. Oh Gott. Okay, Vater, hilf bitte. Versuch's wenigstens. Und da stehen die Orchideen, von denen wir jetzt schon so viel gesehen und gehört haben. Verschwinde, du Nervensäge! Das ist schwer! Du musst kommen, Dad! Na los, John, stirb! John, stirb! Bitte! Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Ist das dein Ernst? Bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John, stirb! John, stirb, Dad! Bitte! Was? Das ist doch nicht der Ernst, dass er es nicht mal versucht! Er sitzt so einfach und trinkt. Ich meine, selbst wenn man ein Alkoholproblem hat, aber... Bitte stirb nicht, John. Das sind die Kinder. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. Er wird den Namen sagen. Bitte. Bitte. Vergiss nicht, Scotty. Ich hoffe, ihr habt das auch gehört.
Und dann wisst ihr ja jetzt, wer der Origami-Killer ist. Ich weiß es jetzt auf jeden Fall. Und das hätte eigentlich keiner geahnt. Und das Motiv ist auch sehr erkennbar. Was ist das denn Schreckliches, dass der Bruder dabei zusehen muss, wie der kleine Bruder ertrinkt? Oder der große Kleine? Ich glaube eher der Kleine. Und der Vater will nicht dabei helfen. Ja, ganz genau. Unser werter Herr Detektiv, der ja angeblich die Morde aufklären will, ist es selber. Sei nicht so frech, ich wusste es auch. Ich habe es ja auch schon mehrmals gespielt, aber verrät doch sowas nicht am Anfang. Und ich weiß, dass ich beim ersten Spielen es nicht geahnt habe. Wir verbrennen jetzt anscheinend alle Beweise, die wir gesammelt haben. Dann macht es doch Sinn, dass wir uns auf die Suche begeben haben. Wir haben von allen möglichen Leuten uns die Beweise geschnappt und verbrennen sie jetzt einfach, damit überhaupt keiner dahinter kommt. Boah. Was für eine linke Nummer. Und die Leute, die Lauren, der Hassan, hier die Frau, deren Namen ich immer vergesse. Sie haben alle gedacht, dass Scott hilft ihnen. Und das Einzige, was er tut, ist Beweise gegen ihn vernichten. Der Briefumschlag. Alles weg. Oh Gott. Die arme Lauren ist ja wegen uns gestorben. Das wollte ich ja wirklich nicht, ne? Ich wollte sie eigentlich retten. Aber jetzt stellt sich die Frage, schaffen wir es, den Sean zu retten? Der hat echt den Manfred umgebracht, ne? Ja, das stimmt. Ich hätte mich auch nicht da versteckt. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon erwähnt. Das finde ich merkwürdiges Versteck, würde ich auch nicht machen. Oder er ist halt einfach reingerutscht oder reingefallen, ne? Es hat ja geregnet, vielleicht ist er einfach ausgerutscht. Keine Ahnung. Ich würde mich auch nicht in einem Wasserloch verstecken. Und er verbrennt sogar das Foto von sich und seinem Bruder. Wenn seine Mama das wüsste. Er hat sie tatsächlich besucht, einfach nur um das Bild zu stehlen. Aber nicht rechtzeitig. Nicht rechtzeitig. Die Madison weiß Bescheid. Und der Norman auch. Hat er seine Spur nicht gründlich genug beseitigt. Flauschig. Da ist er auch nicht. Flauschig ist er auch nicht. Die Madison, die wird jetzt ganz, ganz bestimmt zu der Wohnung fahren. Die Frage ist, ob das für sie ein gutes Ende nehmen wird. Überlege ich mir noch, ob ich lieb bin oder nicht. Will ich Madison am Ende dabei haben oder nicht? Ja, wir müssen echt vorsichtig sein. Der Mörder könnte hier sein. Ich bin lieber vorsichtig. Als würde er die Tür nicht zumachen. Okay, wir können bestimmt das Schloss knacken. Ich hoffe, ich bekomme das hin.
Ja. Du hast es nicht verlernt. Die Tür ist auf. Wenn das nur so einfach wäre. Dann mal rein da. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Und das ist ein ehemaliger Cop. Denkt euch das mal, der entführt Kinder. Bringt sie in Lebensgefahr oder lässt ja eigentlich zu, dass sie sterben. Er gibt zwar den Vätern eine Chance, dafür müssen die aber leiden. Aber natürlich, er hat gesehen, wie sein Vater seinem Bruder nicht geholfen hat. Und möchte jetzt einfach andere Väter auf die Probe stellen. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Okay, einen Hinweis brauchen wir. Nee. Küche können wir schon mal ausschließen. Ich glaube, in der Küche wird niemand was verstecken. Obwohl, da wird auch keiner nachsuchen, ne? Aber ja, schon ein cooles Versteck. Schlafzimmer vielleicht, aber erstmal hier. Hier sind so viele Akten. Wir können auch in den Schrank gucken. Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Was für ein Arsch. Und ich glaube, dahinter ist was. War klar, es wird hier nicht alles rumliegen. Der hat ja auch wahrscheinlich wirklich Kunden hier gehabt. Da wird er bestimmt hier keine Beweise einfach rumfliegen haben. Die verraten, dass er der Origami-Killer ist. Und hier hat er sich, also ich meine, er hat auf jeden Fall hier kein Hasch stehen. Er hat hier Orchideen stehen. Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Aber das sind doch fleischfressende Pflanzen, oder? Das sind doch keine Orchideen, das ist ganz links und ganz rechts. Ein PC. Oh, shit, ich brauche das Passwort. Das Passwort, was ich eingeben möchte, steht noch nicht dabei. Schau mal, vielleicht haben wir erstmal noch irgendwas anderes, was wir uns... Nein, das ist doch dasselbe. Da oben ist ein Bildschirm. Wir sehen, die Zeit wird knapp. Sehr knapp. Und das hier ist der Brief, den wir gekriegt haben. Bevor der Sean verschwunden ist. Ach, wie süß, ein Mäuschen. Oder ist das eine Ratte? Ein Mäuschen war es bestimmt, ein süßes Mäuschen. Wir schauen mal. Ich weiß schon, welches Passwort ich eingeben möchte. Es steht noch nicht da, also geben wir erstmal ein falsches ein. John ist falsch. Regenscheppert, Orchidee, Origami. Die sind auch alle falsch, aber ich muss hier eingeben. Erinnern wir uns doch mal daran, was uns die Mama gesagt hat. Er hat alle Papierhunde Max genannt. Und ich denke, ich hab's. Das ist richtig. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Maas sein. Das ist dieselbe Adresse, die der Ethan rausbekommen hat. Dann, Abmarsch. Schwing dein Hintern hier raus, Madison. Oder auch nicht. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Okay, man merkt, er ist ein bisschen krank. Ich hoffe, er erklärt es uns. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier irgendwie raus, keine oder? Panik, ruhig bleiben und nachdenken. Okay, da geht's nicht durch, aber hier wird irgendwo noch eine Wand hinter sein. Hier. Okay. Da war, glaube ich, das Bad, wenn ich mich richtig erinnere. Ja klar, die Tür kriegen wir jetzt nicht auf. Wir müssen die Wand einhauen. Hallo. Dann nehmen wir mal das hier. Sieht gut aus. Wie es mir geht. Ganz okay. Danke der Nachfrage. Okay, da müssen wir weiterhauen.
Geh kaputt. Schaffen wir das echt durch dieses kleine... Loch? Stuhl? Was für ein Stuhl? Ich nehme mal gerne diesen kleinen Kasten, um da drauf zu schlagen. Funktioniert recht gut. Und das hört sich ja an wie Feuer. Rauch zieht unter der Tür rein. Wir machen uns mal nass. Das bringt uns bestimmt was. Brennen wir nicht so schnell an. Diese Kleidung erhöht meine Überlebenschancen. Der fackelt also hier alles ab. Nee, schlecht. Natürlich, hier ist alles in Beweisen drin. Und wir wissen ja schließlich Bescheid. Mal schauen, ob wir hier lebend rauskommen. Wir müssen hier drüber. Ja, klingt einigermaßen gut. Durchschnittlich halt, nichts Besonderes. Ich finde das so lustig, was sie für ein Gesicht sie an der Stelle immer macht. Okay, es ist halt echt heiß hier drin. Die Wohnung brennt schon. Ich muss mich beeilen, wenn ich... Aber komisch, dass sie dann den Türgriff anfassen kann, ohne sich zu verbrennen. Der müsste auch glühend heiß sein. Natürlich hat er hier Gasflaschen hingestellt. Ich will hier nicht sterben. Nicht jetzt, nicht so. Na, überhaupt nicht, bitte. Also, nein, wir können den Sean retten. Wir wissen ja jetzt auch die Adresse. Es erhöht unsere Chancen. Jetzt wissen schon drei Leute die Adresse. Die Frage ist natürlich auch, ob der Ethan auch weiß, wo er hin muss. Ich wette nämlich, die gibt's häufiger. Die Theodore Roosevelt Road. Nein! Madison! Oh mein Gott! Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Wir brennen. Gott, steh auf. Stell dich nicht so an. Nur ein bisschen Feuer. Okay. Ich will in den Kühlschrank. Im Kühlschrank war ich bis jetzt immer sicher. Geh in den Kühlschrank. Ja, raus mit dem... Ach, mit dem Gedöns. Das ist doch eh kein Mensch mehr. Da ist schon wieder der Orangensaft, den wir am Anfang auch schon hatten. Rein da. Türe zu. Und fertig. Ich hoffe, der Kühlschrank hält. Es scheint ihr Spaß gemacht zu haben mit dem Rumrollen. Eigentlich müsste doch dieser Kühlschrank aus dem Fenster geflogen sein, oder? Bei der Explosion? Ich weiß nicht, wie sie da jetzt gerade rausgekommen ist. Oder von wo? Magierin. Geht in den Kühlschrank rein, kommt unten an der Treppe raus. Okay, wen rufen wir an? Jaden, Ethan. Der Jaden weiß Bescheid. Wir rufen den Ethan an. Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen. Ja. Ja, wir sagen Bescheid. Hallo? Ethan. Der hat eine lustige Stimme beim Telefonieren, ne? Theodore Roosevelt Road. Die Nummer ist ein doppelter Boden im Kühlschrank. Ey, das wäre eine coole Idee. Da kommt echt keiner drauf, ne? Besser als immer so ein Wandschrank. Sei vorsichtig. Der Killer ist da draußen. Niemand hält mich davon ab, Sean zu retten. Fahren wir auch hin? Ich fände es eigentlich... Ja, Portal kann auch gut sein. Kann auch sehr gut sein. Kann ich mich noch entscheiden, was ich mache? Nee, sie fährt einfach. Okay, wenn man also einen von denen anruft... Kann man sich nicht entscheiden. Ja, das wird interessant. Hier kommen wir mal näher. Und wir haben zum ersten Mal hier im Ladebildschirm den Sean. Den armen kleinen Jungen, der müsste eigentlich schon längst ertrunken, erfroren, verhungert, verdurstet, irgendwas. Nee, verdurstet nicht, hat ja genug Wasser, stimmt. Er müsste auf jeden Fall schon tot sein. Guten Abend.
Und die Leute, die das Spiel kennen, merken, es geht halt echt flott aufs Ende zu. Ich weiß nicht mal, ob wir ein Stündchen zusammen kriegen. Ich hoffe es doch. Aber jetzt gucken wir erstmal. Dadurch, dass die Madison uns angerufen hat, sind wir auf jeden Fall richtig. Ich weiß, dass man sonst nämlich sich noch entscheiden muss, wo man hinfährt. Wir sind jetzt direkt an der richtigen Adresse. Mein Tag. War recht langweilig. Was? Wieso kommt er da nicht rüber? Der ist hier drin, ne? Ich suche schon seit lange. Oh. Er ist auch da. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Wusste ich, das ist das Motiv. Das ist ja auch noch verständlich. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Hat er uns da das schon mal gesehen? Ja, hat er. Da steht er. Ich habe das Spiel mit allen Enden schon auf der PS3 gespielt. Aber trotzdem, es gibt ja auch Enden, die nicht für die Trophäe zählen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt heute dran. An ein Ende, was ich noch nicht so hatte. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Wieso steht er dann bei uns hier? Ich finde das ein bisschen komisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass er uns gehen lässt. Ach, der Norman ist auch da. Ich fände es auch schöner, wenn mein Tag mal anstrengend wäre. Okay, ich glaube, ich kann das Ladekabel vom Controller abmachen. So mega viel Spielzeit ist es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der Showdown beginnt. Ja, wir müssen den Sean retten. Ich hole dich hier raus, Sean. Da, die Stange. Nimm mal die Stange. Aber bis jetzt denkt ja noch die Polizei, bis auf der Norman, dass wir der Origami-Killer sind, also der Ethan. Ich hoffe nicht, dass uns das zum Verhängnis wird jetzt am Ende. Nein, wieso kriegen wir es nicht auf? Der ist schon ganz reglos da im Wasser. Mach das Ding auf, schnell. Schneller. Weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er versinkt. Ich hoffe, er lebt noch. Okay, ganz flotter Wechsel zum Norman. Kann lustig werden. Ich verkacke Quicktime-Events schon mal gerne. Wo ist der Scott hin? Ah, okay. Naja, hat sich die Frage erübrigt. Jetzt muss ich mich konzentrieren, ansonsten wird das hier überhaupt nichts. Sonst sind wir wahrscheinlich gleich Fischfutter. Der macht nämlich überhaupt nichts halt, der Scott. Der hat die Lauren ja... Was? Wie kann ich das verkackt haben? Er hat die Lauren ja auch schon sterben lassen. Naja, beziehungsweise wir waren das, aber das... Lassen wir mal aus der Diskussion raus. Wieso reagiert er manchmal nicht? Oh, da unten ist die Polizei. Ey, die merkt das natürlich nicht, was hier oben abgeht. Wieso sind die überhaupt hier? Ich versuche mich nicht auf den Chat zu konzentrieren. Ich versuch's. Aber manchmal ist die Versuchung doch groß, auf die Seite zu gucken. Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährlich. Die Madison kommt trotzdem. Schießen ohne Warnung. Cool. Ich wiederhole. Sehr schießen cool. Ohne Warnung.
Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Schießen ohne Waffe. Die können doch nicht sagen, dass keiner von den Scharfschützen sieht, was da oben abgeht. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt. Was? Hau ihn um, auf jeden Fall. Ich werde versuchen, ihn umzuhauen. Was machen Sie? Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Ash, was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Was? Warum hört er uns nicht zu? Ein Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. Ach du Scheiße. Das mochte ich noch nie, ey, diese Sache. Nicht runterfallen! Oh Mann, aber der Norman, der hat doch auch seine Leute beim FBI. Der müsste denen doch eigentlich auch Bescheid gesagt haben. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich will nicht sterben. Nein! 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 Ja, wenn du das hier liest. Ja, hast recht. Ich habe mich gerade auf den Chat konzentriert. Nein! Norman! Norman! Nein! Was für ein schreckliches Ende! Was für ein schreckliches, schreckliches Ende. Das war nicht mein Plan. Hatte ich einen Plan? Nee, hatte ich nicht. Das ist scheiße. Stört nicht, schauen bitte. Ich bin abgelenkt. Atme. Müsst ihr mal nachsehen. Ich bin es einfach mittlerweile echt beim Stream gewohnt, immer drauf zu schauen. Atme. Du musst atmen. Jetzt wird es auf jeden Fall ein dramatisches Ende, also bitte. Ist doch ganz interessant. Hoffe ich noch, dass der Sean gleich wieder aufwacht. Aber ich mache euch jetzt mal keine großen Hoffnungen. Das Ende wird schrecklich. Und das nur wegen mir. Bleib bei mir. Bitte. Sean, dein Papa hat so viel gemacht für dich. So viele böse Sachen. Nur um dich zu retten. Du musst aufstehen. Ach Sean, wach auf. Sean. Oh, ich wollte gerade sagen, bis jetzt ist er bei mir immer aufgewacht. Ich habe fast Panik gekriegt. Oh, Sean. Oh, Sean. Oh je. Ja. Du bist nicht tot. Dad. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Jetzt müssen wir hier raus. John, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch das wird echt ein schreckliches Ende. Oh, es tut mir leid. Mehr als alles auf der Welt. Ich hab das Gefühl, ich muss nochmal einen Durchgang machen mit einem vernünftigen Ende. Ich bin nicht tot. Das Gift sollte jetzt wirken. Und ich lebe. Ja, das Gift war kein Gift. Ja. Hör auf, das sagt man bitte nie zu früh, dass er noch lebt. Ash, schaff sie verdammt nochmal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Also, er war's nicht. Ich kann euch ja mal sagen, wie mein erstes Ende auf der PS3 aussah. Hey, was soll das? Es sah definitiv nicht so aus wie das hier. Es sah gut aus. Als ich das erste Mal das gespielt habe, haben, um ehrlich zu sein, echt alle Leute überlebt. Ja, jetzt fliege ich ja noch auf die Fresse. Sie in der Scheiße, Lady. Nein, ich zock auch normalerweise anders. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich spiele extra in einem Raum, wo ich mir immer hinsetze zum Streamen. Na super. Normalerweise zocke ich aber
in meinem Zimmer und ich bin ein absoluter Bodenzocker. Ich sitze immer auf dem Boden. Ich kann anders nicht spielen. Und ich sitze jetzt hier immer auf einem Stuhl und habe einen Tisch vor mir. Und wenn ich den Controller zu kräftig bewege, dann haue ich mir immer die Hand an. Dementsprechend ist das hier gar nicht so passend. Für das Spiel zumindest, weil man echt oft rumwackeln muss. Und das habe ich jetzt einfach vergeigt. Ich sag der Polizei alles, was ich weiß. Und Sean wird auch alles erklären. Sie werden einsehen, dass ich unschuldig bin. Das Ende wird scheiße. Okay. Bereitet euch vor. Das wollt ihr nicht sehen. Ich hoffe, er kann irgendwie damit leben, was geschehen ist. Ich werde ihm helfen. Ich zeige ihm jede Sekunde, wie sehr ich ihn liebe. Es tut mir leid, Ethan. Es tut mir leid, Madison. Norman. Lauren. Dad. Ich kann das nicht wieder gut machen. Es tut mir echt leid. Damit wir rauskommen. Lass mich nie wieder allein, Dad. Hörst du? Ja, beim Streamen nicht, wieder. Beim Normalzocken. Ich versprech's schon. Wenn ich nie wieder. Nicht streame. Da sitze ich auch stundenlang. Anders geht wirklich nicht. Frag mich nicht, wieso, das mache ich schon immer so. Alles ist jetzt vorbei. Stuhl geht nicht, im Liegen geht nicht. Keine Prüfungen mehr, um meine Liebe zu beweisen. Keine Buchstaben mehr für das Rätsel. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Doch, Ethan, wieso musst du doch raus? Wieso kannst du nicht einfach woanders hin? Nein, ich sitze nicht jetzt auf dem Boden. Ich sitze hier immer auf dem Stuhl. In einem Raum, wo ich mich extra mal hinsetze zum Streamen, wo das Licht am besten ist. In meinem Zimmer habe ich am Anfang immer gestreamt, aber das ist nicht schrecklich und die Kamera immer verrutscht. Dementsprechend scheiße sah das immer aus. Aber jetzt sind wir kurz ruhig. Denn jetzt wird's dramatisch. Ich kann nicht hingucken. Ethan. Du armer Mann. Nein. Nein. Nein, mach das nicht. Mach das nicht. Oh, ich leide mit. Nicht jetzt umdrehen. Nein. Feuer eröffnen. Ich muss gleich mitheulen. Wach auf! Scheiße! Was hab ich getan? Wir haben alles gemacht, um Sean zu retten. Unsere Finger abgeschnitten. Einen unschuldigen Menschen umgebracht. Ich teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Sean Maas wurde bei den Alten jetzt sowas. Erschöpft und desorientiert. Man nimmt an, dass er seinem Entführer, dem Origami-Killer, entkommen ist. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, den Jungen durch einen Kinderpsychologen befragen zu lassen. Man erhofft sich dadurch neue Informationen über den Origami-Killer. Die Polizei hat noch immer keinen Hinweis auf die Identität des Origami-Killers. Sie tappt weiterhin im Dunkeln. Uns erreicht eben die Meldung, dass der Origami-Killer-Fall ein tragisches Ende genommen hat. Ja, das kannst du wohl auch sagen. Vater des entführten Jungen und Hauptverdächtiger starb bei einem Polizeieinsatz. Die näheren Umstände der Tragödie sind noch nicht bekannt. Im Zusammenhang damit steht wohl auch der Tod von Norman Jaden, einem FBI-Profiler, der am Tatort anwesend war. Die Polizei verweigert derzeit jede Stellungnahme. Es kommt jetzt noch, hallo, du kommst gerade, wo wir uns das Endvideo anschauen. Ich hab's total vergeigt. Es tut mir echt leid.
Es tut mir wirklich leid, das war echt nicht so geplant. Das nächste Mal streame ich aus meinem Zimmer, wenn wir Heavy Rain spielen. Da kann ich nämlich meinen Controller bewegen, wie ich will. Bin nicht eingeschränkt. Oh nein. Ja. Wir sind eigentlich spieltechnisch am Ende. Komm schon. Oh nein. Wir müssen gehen. Madison, du Blöde, wieso bist du so doof gefahren auf deinem Motorrad? Du hättest ihn retten können. Schieben wir es auf die anderen. Der scheiß Scott. Dem ist das auch total egal, dass Leute, die auch gar nichts damit zu tun haben, gestorben sind, ne? Richtig widerlich. Und was ich nicht nachvollziehen kann, sie schreibt einfach ein Buch darüber. Der Mann, in den die sich verliebt hat, wurde vor ihren Augen erschossen. Danke, Miss Page. Ich bewundere sehr, was Sie getan haben. Leute wurden umgebracht und gestorben. Danke. Und sie macht ein Buch. Wir brauchen mehr Journalisten wie Sie, Miss Page. Gut, dass Sie den Mistkerl geschnappt haben. Sie hat überhaupt niemanden geschnappt. Danke. Wie heißen Sie? Vincent. Hervorragende Ermittlungsarbeit, Miss Page. Sie sind eine mutige Frau. Nein. Sie verdienen einen besseren Gegner. Jemanden, der kaltblütiger ist. Das hört sich immer an wie eine Fortsetzung. Ich weiß nur nicht, wieso. Aber sie hat ja auch ihre komischen Halluzinationen. Die hat anscheinend nicht aufgehört. Das finde ich echt... Ich hab's wirklich versammelt. Die Beerdigung ist in 2 Tagen in einem gottverlassenen Kaff irgendwo hinter Washington. Und ich werde nicht drum rumkommen, daran teilzunehmen. Ich nicht. Jaden und ich kamen nicht so gut klar. Kein du Problem. Arsch. Das verstehe ich. Sir, wie widerlich. Ich hab noch die Brille. Was wird damit? Tja, er braucht sie nicht mehr. Machen Sie, was Sie wollen. Passiert? Nein, sowas passiert nicht. Guten Abend. Kommst zum Schluss. Direkt am Ende. Perfektes Timing. Beziehungsweise eher nicht. Ich habe echt gehofft, wir hätten heute mehr Spielzeit, aber ich weiß, dass ich... Weil wir einige Sachen hier anders gemacht haben. Beziehungsweise ich... Hab einige Sachen anders gemacht als bei meinen vorigen Durchgängen. Dadurch haben wir Spielzeit verloren. Dadurch haben wir wirklich Spielzeit verloren, weil normalerweise, wenn man vernünftig spielt, der Scott zum Beispiel noch dem Mr. Kramer zur Rede stellt. Boah, ich hoffe, du stirbst, ne, Blake? Ich hätte auch gern heute länger gestreamt. Aber ich habe zu viel verhauen. Wir hätten die Szene zum Beispiel, wo wir mit dem Scott gekämpft haben als Norman, das hätte noch länger gehen können. Wir sind aber schnell gestorben. Boah, guck mal, wie der lacht. So richtig eklig. Das wird ihm noch vergehen. Wie bitte? Was meinst du mit Speicherspielstand? Natürlich ist das alles gespeichert. Aber ich werde doch jetzt nicht von vorne anfangen. Und es regnet und regnet. Das Bild kennen wir schon vom Anfang. Die Brille ist cool, ne? Ah, so eine Brille wäre schon mal praktisch. Und ganz ehrlich, zu Madison wurde gesagt, sie haben den Killer geschnappt. Er läuft doch da noch frei rum. Wenn sie doch die Infos hat, wer der Killer ist, wieso ist er da nicht verhaftet? Dankeschön. Freue ich mich natürlich drüber.
Am Sonntag sehen wir uns, wenn du magst. Oder wenn ihr alle mögt. Dann spielen wir natürlich nicht Heavy Rain. Das ist ja jetzt vorbei. Es ist so laut. Ja. Ich hab ihn erschossen. Schrecklich. Hallo. Und eigentlich schon fast wieder tschüss. Es tut mir leid. Heute ging es echt nicht lang, wie es mir geht. Jetzt gerade echt scheiße, weil wir ein schreckliches Ende hatten. Nicht von vorne. Ich glaube, jetzt nicht nochmal das Ende neu spielen. Vor allen Dingen jetzt nicht im Stream oder so. Das würde eh nach hinten losgehen und dann haben wir dasselbe Ende wieder. Ich würde sagen, ich überlege mir mal, ob wir in den kommenden Monaten vielleicht mal einen neuen Durchgang machen. Dann, wo alle überleben. Vielleicht. Und dann vielleicht auch, wo wir den Typ nicht erschießen und die Aufgaben mal nicht machen. Mal gucken, ob wir dann trotzdem zum Ende hinkommen. Ich weiß es aber nicht. Bei Until Dawn habe ich ja auch 2 Durchgänge gemacht. Heavy Rain wäre es durchaus wert, es nochmal zu machen. Dann würde ich aber natürlich fragen, ob ihr überhaupt Lust zu hättet. Am Sonntag sehen wir uns natürlich jetzt ganz klar nicht mehr mit Heavy Rain. Ich denke, wir sehen uns am Sonntag mit Gone Home. Genau, es ist Sonntags früh, wahrscheinlich Gone Home. Also mittlerweile sieht es so aus, als würden wir Gone Home spielen. Das wird auch nicht so mega viel Zeit in Anspruch nehmen, aber das war ein Spiel, was ich, seit ich es für den PC gesehen habe, unbedingt streamen wollte. Und ich denke, das werden wir auch machen. Und für die weiteren Spiele muss ich mal schauen. Ich nehme natürlich auch immer gerne Anregungen an. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wenn jemand Tipps hat, Fragen, Feedback abgeben möchte oder zum Beispiel einen Vorschlag hat für ein Spiel, kann man gerne abgeben, ob ich es umsetzen kann mit den Spielvorschlägen. Ist immer noch eine andere Sache, weil Games sind nicht unbedingt günstig und ja, ich muss natürlich auch immer gucken, was ich zur Verfügung habe, was ich spielen kann. Brothers hätten wir auch noch, also 2 etwas kürzere Spiele, Gone Home und Brothers, die wir in der nächsten Zeit spielen können. Danach vielleicht nochmal ein größeres, ich glaube, ich habe Metro noch. Battlefront habe ich nicht. Spiele ich aber auch nicht. COD spiele ich aber nur die alten Teile, wenn überhaupt. Aber ich glaube, an der Stelle mache ich jetzt auch Schluss. Wie gesagt, anderweitige Fragen oder so könnt ihr mir auf meiner Facebook-Seite gerne schreiben. Ich habe ja eine Facebook-Seite, könnt ihr gerne Nachrichten schicken. Ihr könnt mir auch gerne Twitch-Nachrichten schicken. Oder halt während des Streams Fragen beantworte ich gern. Tipps, Anregungen nehme ich auch gern an. Ja, ich habe es heute echt versaut. Tut mir leid, ich werde das wieder gut machen. In einem anderen Spiel. Oder mit einem neuen Durchgang Heavy Rain irgendwann. Wir werden sehen. Ich wünsche euch dann natürlich noch einen schönen Freitagabend. Hoffentlich bis Sonntag, dann mit einem neuen Spiel. Wahrscheinlich dann Gone Home. Wünsche euch natürlich einen tollen Start ins Wochenende. Und hoffentlich bis dann. Ciao.